Oh nice. Gott, das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Juhu. Oh, jetzt läuft das. Oh, das. Ich hoffe, es war schmerzhaft. Das hoffe ich auch. Ja! Oder ist er tot? Konzentrier dich! Oh, da kommt schon raus. Oh, verdammt, hab's nicht hinbekommen. Ich helf dir. Ich mag dich zum Moppen-Tap-Trap. Das macht Spaß. Natürlich. Ich hab mich im Alleingang mit dem KWK angelegt. Was für Alleingang? Jetzt muss ich Lilith nur noch signalisieren, dass die Mission abgeschlossen ist. Mhm. Ich finde das so cool bei den Sirenen, dass du einfach diese Leuchttattoos hast. Das sieht so verdammt nice aus. Ja, ist. Was hast du jetzt gemacht? Oh nein. Was ist? Oh, Lilith. Ach so. Okay, dann ist er gut. Du hast es richtig gemacht. Tap Trap, geil. Tagchen. Moin. Hi, du hast dich verändert. Sieht besser aus. Lilith! Mhm. Operation Trojanischer Claprap war ein Trojanischer Claprap. Wahrscheinlich. Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmod wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Granatenmod. Cool, cool. Aber bereit, ist schön, es krachen zu lassen und ein paar Spinner zu sprengen. Ja. Alles klar. Hey, hörst du auch dieses blutrünstige Geschrei? Mehr KDK. Zeig, was du kannst, Rekut. Was? Let's go. So, jetzt geht's rund. Oh mein Gott. Okay, das ist krank. Oh mein Gott. Schnapp ich mir bald die. Alter, der Iron Bear ist ja komplett gestört. Mit meinem letzten nice. Alter, was? Mein Zweck. Digga, Entschuldigung? Alter. Junge, was ist denn das für ein Monster? Okay, das ist ja komplett gestört. Gut gekämpft, Killer. Okay, treib schon was aus. Hä, hey, das ist ja richtig übel, Alter. Nice. Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Los, Killer, mir nach. Also, ich bin jetzt schon happy, dass ich Maus spiele. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Junge! So kann man überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Ah. Seitdem suche ich sie. Jetzt bezieht sie sich auf die Ereignisse der letzten Kampagne. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sie veränderte. Ja, genau. Die Banditenclans diese Gemüsegöbbels haben sich zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Dann wird es mal Zeit, dass wir... Oh, Facewalk. Ich bitte Sie reden. Ich kann durch Wände gehen. Ja, ist ja gut. Angeber. Oh, da liegt Zeug. Warum kann ich das denn nicht? Viel sinnvolle Erklärung, bitte. Ja, das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Ah. Weil Lilith halt die Übersirene ist. Was haben wir denn hier? Gute Frage, was haben wir hier? Das ist eine Tour. Der Sonnenklopper-Clan hat die heilige Kammer. Ach, Mouthpiece, das war ein Boss. Schicke unsere Anhänger, um die Sonnenklopper in unsere heilige Familie einzuladen. Beeil dich! Die Zwillingsgötter werden unruhig! Die Karte. Ich wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Haben die alle so bescheuerte Namen? Ich fürchte ja. Das Tor. Da Hans und Jack hat sich wieder Mühe gegeben, was er zu Klang gehört. Ja, das ist leider richtig. Und warum müssen alle mit Gott immer so katastrophal durchdrehen, ey, immer? Nicht handeln. Countdown, okay. Ah, oh, das gefällt mir schon richtig gut. Ah, oh, das fühlt sich so gut an, das Spiel, ey. Ah, oh, das ist so geil. Ja, also.
The Droughts. Weißt du, was geil wäre, wenn sie in Borderlands 4 es vielleicht schaffen würde, eine nahtlose Welt zu schaffen? Oder ziemlich zumindest. Das wäre stabil, ja, auf jeden Fall. Ich schlage das Lager auf und sammle Informationen zu den Kalypsos. Okay. Finde den Sonnenklopper Kriegslord und tue, was nötig ist, um an die Karte zu kommen. Ihr scheint alles im Griff zu haben. Viel Glück. Ja, da gehst du auch hin. Das also, ist ne... was haben wir hier? Da gehst du auch hin! Ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Da sind die Automaten. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders du, Annie, wir können ja beide die Schuflinte, stimmt. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Oh, Alter. Was ist? Ja, die kriegt mich im Flott. Ja, ja. Ich hab dir nicht zugehört, aber egal. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Level 3 Waffen, die wir dann gleich benutzen können. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Mods und Medikamente. Ich will schon mal ein bisschen was verscheuern hier von dem ganzen Kram, den wir gleich eh nicht mehr brauchen. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf. Oh, du musst aufpassen. Hä, wieso? Wenn du einmal drauf drückst, kaufst du es sofort. Was Besseres gibt's? Ah, okay. Ich habe jetzt aber in zwei Schilder gekauft. Und du bist total intelligent gewesen, aber egal. Ja, okay, verstehe. Das ist ein Skin, okay, verstehe. Das hier ist mein Lieblingsstück. Wie sollte der denn besser sein? Das ist ja voll dämlich. Weg damit. Kinder der Kammer. Ich kann's nicht glauben, dass die ist der besser als der, den ich jetzt hab? Oh ja. Achso, ist auch ein Level 3. Ja, okay. Kann der wieder, warte mal, kann der weg, der weg, der weg. Die hab ich. Die kann auf jeden Fall weg. Genau. Ach, das hat sich ein bisschen geändert, das Overlay. Ah, okay, so funktioniert das jetzt. Mm. Die Schuhfinte lasse ich und dann lasse ich. Ah, oder? Ja. Schau mal wieder vorbei. Du wirst es obwohl, nicht warte mal. Was ist das besser? Der hat Level 3. Was bin ich denn? Wir sind fast Level 3. Hm, aber nicht ganz. Ach, ganz selten verkaufe ich die andere. Du brauchst ich glaube, für viele Kids. Genau. Kauf dir einen Klassenmod. Ja, die hier von Level 1 verkaufe ich. Guck mich mal ein bisschen um. Warte mal, hier sind Nebenquests. Jetzt habe ich keine Granatenmod mehr, bis ich Level 3 bin, aber jetzt sind wir ja gleich mein umgefallen. Automat ist kaputt. Oh. Wie soll ich da Gewinn machen auf diesem öden... Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen? Wir sollten meinen Automaten reparieren. Mhm. Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Das na gut, Chef. Identifiziere das Problem. Oh nein, nicht Kletchup. Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Einige Skags sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Na gut, das sollte nicht so schwer sein. Oh, und wenn du dich besonders grausam fühlst. Besorge eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Ich bin Level 3. Ja, ich hab grad ein paar Skags abgeknallt. Scheiße. Boah, Alter, wie hier das ganze Fleisch rumliegt, Digga. Das ist ja richtig graphic. Geil. Hast du Stress? Ich habe jetzt nicht mehr. Ups. Okay, sehr schön. Ich hab gerade mal die Serienfähigkeit mal kurz getestet. Ah ja. Macht Spaß, ja? Alter, ist das grausam. Okay, es ist aber auch. Alter, wie toll das Spiel ist. Okay, macht auch mal Spaß. Ja. Hm. Ihr seid zu langsam, ihr kleinen Bitches. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Alter, ich spiel ein bisschen mit denen. Ich hab gerade das ganze Skag. Wir sind natürlich die menschliche Wirbelsäule, oder? Würde ich schon sagen, ja. Ich töte die Viecher gerade nur zum Leveln. Und um ein bisschen das Gunplay auszuprobieren. Boah, Alter! Oh, jetzt habe ich versehentlich meinen Action-Skill aktiviert. Egal! Oh, warte! Siehst du das jetzt? Siehst du das hier? Die Gegner, siehst du die? Ja. Hier. Zack! Oh ja, nice! Es ist wunderschön. Töte die Raygun ist so absurd. Die Raygun ist so krank! Ein Schocks-Gag! Jetzt hol dir seine Wirbelsäule! Oh, Bells Gag, auch komm her, du. Ich mein, fertig. Was ist dir mal zu viel, Alter? Der hat gerade richtig kassiert mit der Railgun. Du, er wird gleich auch nicht kassieren. Warte, er wird gleich kassieren. Er kassiert jetzt.
Oh. Apple ist hinten dagegen. Muss nachladen. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Danke. Arschloch. So, weg die Sau. Dir macht es doch nichts aus, in Eingeweihten zu wühlen. Nö, nicht mehr als sonst auch. Warte mal, ich muss mal kurz einmal leveln. Nee, das ist jetzt, das ist für Menschen. Wo kann man das für Menschen finden? Da hinten, ne? Bringt ein bemanntes Geschütz an einen Bärs Rücken. Während des Besetzens erhalten einen Bär und sein Fahrer erhöhten Schaden, okay. Ja. Extra Schaden klingt gut. Was haben wir hier? Moses aktuell ausgerüstete Waffe hält für jedes angelegte Ausrüstungsteil einen Startbonus und Magazingröße. Okay, cool. Oh. Von Zeit zu Zeit richten Moses und Einbärs Geschosse zusätzlichen Brandschaden an. Auch nicht schlecht. Okay, was haben wir bei dem anderen Tree? Das war die Railgun, ne? Nee, das war der Granatwerfer. Das ist die Railgun. Wann immer Moses nachlädt, verliert sie eine kleinteilige Gesundheit. Okay, dafür kriegen wir Brandschaden, okay. Iron Bear erhält eine Schildblase, okay, auch cool. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Das bemannte Geschütz klingt geil, dann mache ich noch mehr Damage. Das nehmen wir erstmal, würde ich sagen. So. Oh, Dauerwaffe. Let's go. Die Wirbeldäule nicht nehmen, wir nehmen die vom Menschen, ne? Ja, ja, safe. Genau, ich bin mal auf Gesundheitsregeneration gegangen. Ich habe wieder einen kleinen Teil. Gesundheitsregeneration ist gut. Jo. Ich bin auf extra Schaden gegangen, ich mache noch nicht genug. Alter, ich glaube, vielleicht bist du dieses Mal derjenige, der die Bosse wegballert. Könnte sein, mal gucken. Aber ich habe Emera ja gespielt und Emera ist auch sau guter Charakter, also. Das stimmt, ja, jetzt. Ja, aber ich bin froh, bei dem Gameplay kein Titan werde zu spielen. Besser oder stirb. Oder Mac. Weil ich mag aber so rumrennen wie ein Doom so. Ja, fühle ich. Bis hierhin und nicht weiter. Kann ich schon nachvollziehen. Das war geil, du hast ihn komplett durch die Luft gewirbelt und ich habe ihn gefinisht, ey. Fatality. For Lord. Ja, wirklich. Victory. Warte mal, ich kann ja noch bessere Waffen ausrüsten. Ich habe die Level 3 Waffen, Moment. Also außer dass wir falsch laufen, laufen wir richtig. Außer dass wir falsch laufen, laufen wir richtig. Perfekt. Hallo. Oh, Alter. Willst du noch Spaghetti Bolognese machen? Ja, mit einem Haken. Boah, Alter. Geil. Schön. Da will ich noch verknarren. Also gut, ihr habt eine Pistolenschrotflinten hier, okay, auch nicht schlecht. Ach, hier ist Ellis Garage, guck mal an. Dann ist hier das Catch a Ride, okay. Ach, der war jetzt ja Ellie, stimmt. Scooter ist ja gestorben. Genau, Scooter ist ja, der hat sich zu Tode gewichst. Nee, der ist im Weltall gestorben, ey. Nein, der hat sich zu Tode gewichst, ich bin mir absolut sicher. Ich traue Scooter absolut zu, dass er sich zu Tode masturbiert hat. Guck mal hier, man kann einfach mit Q-Munition auffüllen. Fertig. Stimmt, das gab's auch. Oh, mega geil, gut. Ey. Mega gut. Ja, ich sag ja Quality of Life, es ist einfach geil. Es ist wirklich einfach geil. Mal, kann man's? Dann war die Tankstelle noch leer, schade. Oh, hier ist ein Kühlschrank. Hält Sachen kühl. In der Tat. Oh, meine so, neue, wo sind denn diese? Meine neue Knarre hier, meine neue Knarre. Glaubt die was? Oh, eine SMG. Oh, Level 5. Ja, nehme ich. Also genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube Pistole werde ich mal nicht spielen dieses Mal. Also außer ich krieg eine geile, gut. Und also die Shotty macht schon Laune, die Pistolen fühlen sich aber auch sehr gut an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich werde mal alles ein bisschen durchprobieren. Aber bisher gefällt mir das schon alles sehr, sehr gut. Oh, das ist so ein unfassbar geiles Spiel. Oh, ich liebe es. Ja, ich glaube... Wo muss man denn überhaupt langlaufen, Alter? Wir müssen dann irgendwo Banditen finden. Wahrscheinlich werden die hier irgendwo sein. Nee, die sind hier. Du musst auf die Map mal gucken. Mit M, ne? Mit M. Ja. Mit M. Die Map, die Karte. Ah, da hinten. Okay. Erkennt dann du? Waren wir doch richtig. Nee, waren wir nicht. Nee, okay. Müssen da lang weiter. Oder kommen wir da überhaupt drüber? Oder wollen wir da vielleicht mal Ellie, müssen wir da für Ellie fragen? Hier. Glaube ich nicht. Lass mal hier rumgehen. Ich glaube, hier sind wir schon ganz richtig. Ja, doch, hier geht's doch rein. Alles. Scheiße. Das ist das Lager der Sonnenklopper. Aber die Kinder der Kammer sind schon hier. Sie dürfen die Karte nicht mitnehmen, Killer. Habt ihr menschliche Wirbelsäule? Ah, du hast eine menschliche Wirbelsäule. Oh, du bist der Flurensohn. Ja, wir sind ein bisschen missraten. Genau, ich hab sie gefunden. Ich hab das im Griff.
Oha. Ey, was bist du denn für ein Gnom? Ja, der ist richtig hässlich. Und vor allem. Ups, da ist er wohl geplatzt, vor Wut. Wie kann man nehmen, mein Chili-Rezept? Alter, du kannst es ja richtig perfektionieren. Das Gameplay. Ja, ja. Also, frische Ziele hier drüben. Ah, fuck. Zu mir! Stress? Frischer Tod für alle. Hey, stehen geblieben. Level up! Arm, Junge. Boah, Tyrene wird dich ganz bestimmt nicht beschützen. Ah, oh, Mann! Ich bin schon wieder mein weggegangen. Mehr! Ah, wer will als nächster, hä? Du bist sowas von tot! Alter! Und ich bin der Captain! Marsch lecken könnt ihr mich! Ich bin so gespannt, wie die geil, was sie was jetzt machen. Ach, übrigens, Ballins hier wurde nicht eingekündigt, ne? Und nicht! Nee. Auch kein Mafia, weil ich weiß gar nicht von dem. Cool, cool. Wo sitzt der Wichser? Da oben. Soweit ich weiß. Mist. Ja, ich frage mich auch so ein bisschen jetzt gerade, wo sie das verbessern wollen. Also, das Spiel. Ja. Hey, ich bin keine feine Dame. Stehen geblieben. Aha. Maul halten. Oh, das ist so geil, Mann. Oh. Oh. Das ist besser. So, muss ich kurz sagen. So, ich bin unbesiegbar. Ich bin unbesiegbar. Ja. Lebt er noch? Oh, fuck, ich hab grad ein bisschen... Ich hab grad nicht aufgepasst. Warte, ich bin gleich da. Alles gut. Ich glaube, oh, Granate. Hilfe! Das ist doof, Mensch. Nicht so. Ich glaube, ich komme da raus. Ich komme da raus. Moment. So. Ist doch Vaughn eben gewesen. Stimmt, das war Vaughn. Hast absolut recht. Da kanntest du ihn. Richtig, genau. Stimmt, er war ja hier. Er gehört doch zu den Sonnenkloppern. Das war das doch. Okay, wir können eigentlich. Ich weiß nicht, wollen wir erstmal zurückgehen und die Wirbelsäule abgeben? Würde ich sagen, ne? Okay, ja, dann. Das war schon mal geil. Ich hab schon wieder einen Skillpunkt. Huch, let's go. Ja, genau, jetzt können wir einfach abgeben, ne? Benutzt die Menschen, Wirbelsäule. Prinzipiell. Hilfe! Als ich will eigentlich noch nicht sterben! Nicht so! Hilfe! Also die Menschen, die gestorben sind, die wollten alle nicht sterben. Ich glaube, sie werden schon sagen, ey, Bock gehabt gerade. Guter Punkt. So. Immer wenn Mose oder Iron Bear einen Feind entzündet, können beide kurzzeitig Gesundheit regenerieren. Das klingt gut, dann muss ich auf jeden Fall nachher nochmal auf die Brandmuni gehen, aber das rüsten wir schon mal aus. Ich hol mir gleich einen runter, aber das war's noch. Wir werden uns gemeinsam einen runterholen auf dich drauf. Das ist yeah. Ja. Kekswichsen, let's go. Kekswichsen. Habe ich eine bessere Waffe am Start als die, die ich jetzt habe? Nein, das nicht. Wahrscheinlich halt wirklich nicht. Nee, weiß ich schon vor. Das ist belastend. Die SMG ist Level 5, die kann ich noch nicht ausrüsten. Na gut. Aber es ist so geil, ist ja so. Hilf mir doch jemand! Damit meine ich dich! Uns. Später vielleicht. Frag mich nochmal an der Stunde, Krabby. Ist aber wirklich geil, dass wir jetzt die Waffen gemeinsam haben. Ja, das ist super nice. Das wusste ich schon gar nicht mehr, dass es auch ging. Wenn wir einen Fatman finden, können wir beide mit Fatman hin. Ja, richtig. So, was wollt ihr, Calypso Quipchen? Leute, das ist nicht witzig! Aber nicht funny. Sehr. Funny. Ja, ich hab mein neues Ziel abgeschlossen. Okay. Achso, wir müssen trotzdem noch eine Skag-Wirbelsäule einsammeln anscheinend. Okay, so. Na gut. Na gut, wusste ich jetzt auch nicht. Du kannst mir entweder helfen oder ich schreie alle 15 Sekunden oder so. Ja, das kommt leider hin. Hey, wieso kommst du darüber und ich nicht? Was soll das denn? Ich bin diese Rede. Leck mich, darüber. Vielleicht
Nimm du eine Wirbelsäule, dann kann ich sie einsetzen, wenn das so funktioniert wie immer. Ja, bist du zu lange in dem Tank geblieben? Nicht sehr. Nee, das passt schon. Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Und als Dankeschön für die Rache an diesen schmutzigen Banditen öffne ich dir mein Geheimversteck. Wer sagt, Ihre? Dass sich Rache nicht lohnt, hä? Gute Jagd. Cool, eine fette Kiste. Warte, wenn ich den Schild jetzt nehme, kriegst du den dann auch? Mach. Ja, müsst ja, ne? Nimm ihn. Dann siehst du's. Hast du genommen? Ja, ich habe alles genommen, was da drin war. Hilf mir doch jemand! Damit meine ich dich! Den Schild sehe ich jetzt nicht mehr. Wo war, okay. Das, wo war das Schild eigentlich? Ja, das war ein 169er, okay, ein pinker. Das ist ja ein ganz toller Streich. Wir hatten alle einen super Spaß. Bis auf mich. Bitte lass mich runter. Bitte. Okay, also kriegen wir die doch nicht beide, oder was? Schilder wohl nicht, ne. Aber die Waffen hast du alle, oder was? Die Waffen hole ich mal alle. Rette mich! Zack. Also die hast du bekommen? Ja. Okay. Wo ist der Schild? Das sind Granatenmotten. Jetzt habe ich noch... Ja, einen. Der lag hier über dem Ding ganz drüber. Nö. Okay, das ist eigenartig. Gut, das müssen wir mal beobachten. Wenn du in Not wärst. Da müssen wir mal gucken, was es damit auf sich hat. Ob das jetzt immer so ist oder ob das jetzt vielleicht auch nur ein Bug war. Kann ja auch sein. Mal gucken. Wenn wir mal schauen. Hol mich runter! Das ist ja ein Doppelschuss-Scheiß. Nein, das wird schlecht denken. Schon. Mal am Maul halten. Ja. Die hängen einfach rum, Bull, ne? Ja. Du kannst mir entweder helfen oder ich schreie alle 15 Sekunden oder so. Ja, ich bin ja gleich da, mein Maul jetzt. Oh Gott, sind jetzt hier noch die Opfer von dem Krieg? Wie, was? Die am Ende geführt haben von Ballen 2. Haben sie eine Leiche? Damit meine ich dich? Weiß nicht. Hallo? Ach ja, stimmt, die Dinger, ja, stimmt, die sind ja auch so komisch. Ja. Die kann man ja sich erst nachher zunutze machen. Ich erinnere mich. Oh Gott. Yo! Hilfst du mir? Wenn es nicht anders geht.